Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Überraschungspaket. Ja, oh mein Gott, ich habe schon wieder was bekommen und zwar von Sarah vom Kanal Sarah Sensitive. Und sie hat mir das zu Weihnachten geschickt, aber ihr werdet das Video etwas später sehen. Und ich habe es schon ein paar Tage da, ich bin leider nicht dazu gekommen und auch heute versuche ich einige Videos zu drehen, aber wundert euch nicht, Cosmo hat Durchfall, leider, er ist krank und das auch schon seit nachts. Es ist ein bisschen stressig, es regnet draußen, deswegen konnte ich mich jetzt auch nicht wahnsinnig zurecht machen, aber ist jetzt wie es ist. Und ich hoffe, dass ich zwischen den Videos Zeit haben werde, um nochmal mit ihm rauszugehen. Also natürlich habe ich Zeit, das werde ich auch machen. Ich hoffe nur, dass er nicht anfängt zu weinen, wenn ich gerade im Videodreh bin, da muss ich unterbrechen, also seht es mir nach. Oh mein Gott, ich freue mich so über das Paket. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe es schon aufgemacht, aber nicht die Sachen ausgepackt, weil ich dachte, was ist das denn? Und ja, dann dachte ich, komm, mach ein Video dazu. So sieht das Ganze aus. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, ein Video dazu zu machen und dass Sarah auch sieht, wie ich das Ganze auspacke. Und das ist doch immer das Schönste, wenn man sieht, wie die Person das auspackt und sich über die Sachen freut. Das finde ich immer das Schönste am Schenken. Und ach, zuerst mal die Karte. Sarah, du süße Maus. Für die tollste Person der Welt. Oh, guck mal, ich krieg schon wieder Pipi. Pipi in die Augen. Oh, die Karte. Oh mein Gott, wunderschön. Ach, das sieht so niedlich aus. Oh, ist das niedlich. Oh. Ich lese mir die Karte kurz durch und dann geht's weiter mit dem Paket. Vielen Dank für die mega süße Karte. Ich kann alles zurückgeben, was in der Karte steht. Oh, ich freue mich so. Sarah und ich werden uns ja auch bald wiedersehen und zwar gehen wir zusammen auf die Glow. Ja, ich habe es bisher nicht verraten. Wir gehen auf die Glow und ich bin dieses Mal auch auf der Glow. Ich war noch nie da und bin schon sehr gespannt und da werden wir uns wiedersehen und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil Sarah und ich wohnen leider sehr weit voneinander entfernt, wirklich extrem weit. Und ich freue mich so, dass man die Möglichkeit hat, sich dann da wiederzusehen und oh, es geht los. Das erste, was drin ist, sind süße Grüße von Lind Pralin. Oh, ich freue mich. Oh, ich lasse das noch zu. Ja, werde ich mit meinem Mann teilen. Er liebt Lindschokolade. Dann weiß ich, glaube ich, schon, was in einem Paket drin ist. Und zwar ist das hier. Und so gut, wie das eingepackt ist, wird das eine Palette sein. Und ich denke, es ist die Palette von BH Cosmetics. Ich habe mir die bestellt bei Beauty Bay während des Black Fridays. Und ihr wisst ja, ein Paket ist leider weggekommen. Jetzt ist es doch noch aufgetaucht. Ja, das heißt, ich habe wahrscheinlich die Palette schon, weil Sarah gemeint hat, sie schickt mir ihre Palette. Und ja, da freue ich mich drüber. Und jetzt habe ich die Palette zweimal da. Habe sie auch gefragt, ob sie die Palette dann wieder zurückhaben möchte, weil ich vermute, dass sie da drin sein wird, weil sie gesagt hat, dass sie mir die Palette zukommen lässt. Und aber dass noch so viel im Paket mit drin sein wird, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, ich darf beide Paletten jetzt behalten. Ich werde das auspacken und dann sehen wir, ja, es ist die Palette. Ich habe mal richtig geraten, Leute. Mit bisschen geschummelt. Oh, das Geschenkpapier ist so schön. Das ist sie. Ja, ich weiß nicht, mich spricht die total an. Die Royal Affair Palette von BH Cosmetics. Ich weiß nicht, mir gefällt die irgendwie einfach. Das ist Sarahs Palette. Sie hat damit auch einen Look geschminkt. Kann ich euch gerne mal verlinken. Und ich bin gespannt. Ich werde sie ausprobieren und hoffe, dass sie mir gefällt.
irgendwie spricht sie mich an, obwohl das eher so nude, neutral, dunkel gehalten ist. Also nicht so knallig, auffällig, wie ich mich sonst gerne schminke. Trotzdem möchte ich es gerne ausprobieren. Und vielen Dank, dass du mir deine Palette geschickt hast. Jetzt habe ich zwei davon, aber das konnte ja keiner wissen. Dann geht's weiter. Was ist das denn? Ein Bonbon. Das Papier. Leute, das sieht so schön aus. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich habe überhaupt keine Idee. Gar nicht. Ich muss es aufpacken. Ich kann auch nicht raten, weil ich null, wirklich null eine Idee habe, was da drin sein könnte. Okay. Oh mein Gott, wie geil. So witzig. Oh, Sarah, so cool, ehrlich, von Ciaia eine Nachtcreme. Und ich sag ja immer, ich habe so wenig Nachtcreme da, ich habe nur Tagescremes da. Und ich habe mir jetzt auch von dieser Reihe bei Cosmetic for Less einiges bestellt. Aber nicht von der, sondern von der braunen, die so braun verpackt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Wenn nicht, dann werdet ihr das noch sehen. Richtig cool, dann kann ich die mega gut vergleichen. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Danke, vielen, vielen Dank. So cool. Ja, oh geil, ich freue mich. Dann mache ich weiter mit dem gleichen Geschenkpapier. Das ist das hier. Ah, es ist in Karton, in einem viergigen Karton verpackt. Aber was ist das denn? Oh, scheiße, ich kann nicht erraten. Was zum Baden vielleicht? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh, und schaut mal hier, das ist auch so holo irgendwie. Oh, geil. Hammer, schön. Das passt auch voll gut zusammen. Ich weiß es nicht. Vielleicht was zum Baden, aber es wird wahrscheinlich falsch sein. Ja. Oh, cool. Noch was aus der Reihe. Die Tagescreme dazu. Danke. Ach, danke, Sarah. Trockene, zu Falten neigende Haut. Kein Problem. Ja, nein, ich brauche das. Ich hab ja schon ein bisschen Falten. Ich bin ja auch schon bald 32. Ziegenmilch-Tagescreme. Richtig cool. Ich bin wirklich sehr gespannt. Mich interessiert die Marke, die Reihe enorm. Und ich musste mich entscheiden und dann dachte ich, komm, ich nehme von der braunen Reihe so einiges mit. Und das ist so cool, dass ich das jetzt vergleichen kann. Danke. Mega. Dann ist das hier mit drin. Oh, das sieht so schön aus. So schön verpackt. Das könnte eine Maske sein. Ich sag jetzt einfach mal, das ist eine Maske. Auch aus der Reihe. Es ist eine Maske, aber nicht aus der Reihe, sondern meine Lieblingsmaske von März. Schlaf dich schön Maske, Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Und die ist so, so gut, die Maske. Ich glaube, ich habe sie jetzt auch gar nicht mehr da. Ich glaube, ich habe die letzte aufgebraucht. Ah, vielen Dank, ich liebe die. Die ist so, so gut. Ah, cool. Ah, ich freue mich. Jetzt haben wir noch eine Sache drin, die nicht verpackt ist, von e.l.f. Eye Refresh, das hier. Mega interessant, habe ich noch nie gesehen. Das ist so oft so, wenn ich bei Sarah Holz oder so schaue oder auch andere Videos, dann hat sie irgendwie immer Sachen dabei, wo ich denke, hä? Habe ich noch nie gesehen. Gefühlt bin ich ja irgendwie täglich bei DM. Ich wohne schon fast da. Und ja, tummel mich täglich auf Douglas und weiß ich nicht was. Und trotzdem hat sie immer Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das auch. Das sieht so aus. Echt cool. Oh, so ein Augenroller. Sowas liebe ich. Oh ja, ich freue mich. Wenn meiner leer ist, dann wird auf jeden Fall der hier dran kommen. Der sieht cool aus. Super. Auch mega gut. Dann das hier. Das ist irgendwie ein Set.
mit drei verschiedenen Sachen. Aber was? Ich weiß es nicht. Vielleicht Duschgel, Bodylotion, Handcreme, so ein Set. Oh Gott, das wird abenteuerlich mit meinem Erraten. Oh, ja, 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 was zum Baden. Oh, ja, oh mein Gott, ich liebe das. Oh, von Dresdner Essenz. Ich mag die Badezusätze davon so, so gerne. Mango Kumquat. Shea Butter Pistazie und da habe ich an dem Duschgel gerochen, Leute, das riecht so gut, aber das ist echt teuer. Und dann noch Bio Magnolie und Palmrosa, mega, oh, ich freue mich. Absolut mein Geschmack, ach, toll. Das nächste sieht so aus und ich glaube... Es ist entweder was zu baden oder ein Peeling. Wir schauen. Oh ja, das habe ich im Video gesehen bei Sarah. Und ich sage jetzt nichts. Aber ich... habe Sarah ja auch was geschickt und da ist was Ähnliches drin. Kaffeepeeling, Hammer. Oh, so oft angeschaut und dann habe ich es mir immer verkniffen. Bis zu 10 Anwendungen. Okay, super interessant. Hammer. Ah, ich freue mich. Cool. Ja, mega. Also die Sachen sind wirklich alles super gut ausgesucht. Ich freue mich. Dann das nächste ist so eingepackt. Auch sehr schön das Papier. Was könnte das sein? Auch eine Maske vielleicht? Eine Tuchmaske? Schön, dass ich immer hier unten alles erfülle, wo ihr gar nichts sehen könnt, ne? Hab's drauf. Okay, hey, was ist das denn? Wo hat sie das her? So eine Tuchmaske. Richtig cool. Ich habe nämlich die Probe davon da. Und noch nicht angewendet, weil ich mich noch nicht getraut habe, weil ich das so schön finde. Und irgendwie möchte ich nicht, dass es leer geht. Ja, super logisch. Geil, jetzt habe ich noch eine Maske dazu. Hammer. Oh, das interessiert mich sehr. Richtig schöne Maske und ist was Besonderes. Ist nicht mal einfach irgendeine Maske. Vielen Dank. Oh, freue ich mich. Die wird nicht lange überleben. Dann geht's weiter. Die letzten zwei Sachen und das sieht so aus. Ach, irgendwas Kleines. Was könnte das sein? Eine Ampulle vielleicht? Hm. Für einen Lippenstift ist es zu klein. Was ist denn noch so klein? Hm, ich sag jetzt mal eine Ampulle. Nein. Oh Gott, wieso kann ich nicht erraten? Das ist ja mal cool. Eine, oh, ich sehe es jetzt gar nicht richtig, eine Probe von Love. Von einer Mascara. Wo hat sie das immer alles her? Das sieht so cool aus. Volume Curl Mascara. Oh, toll. Oh, ich freue mich. Das sieht cool aus, wirklich. Freue ich mich. Werde ich gleich auf die andere Seite legen zum Verwenden. Und das letzte Paket sieht so aus. Oh, man kann wieder gar nichts wissen irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein bisschen dicker eingepackt. Vielleicht in einem ganz dicken Karton oder in Plastik. Ich weiß nicht.
Ich bin einfach zu schlecht im Erraten. Okay, ich komme immer noch nicht drauf. Was ist das? Oh mein Gott! Oh, wie geil! Danke, Sarah! Das liegt in meinem Warenkorb seit 5 Wochen oder so. Ich glaube, seit es rausgekommen ist. Und ich habe es mir verkniffen und dachte, nein, hör auf. Du hast dir erst so viel gekauft von der Marke und solche Sets gekauft. Und ah, wie geil. Hammer. Ich glaube, ich habe ihr das nicht gesagt. Oh, mega. Ah, wie geil. Oh, das sieht so schön aus, Leute. Oh, das, oh mein Gott. Oh, ich könnte es nicht gut sehen, oder jetzt? Oh, das ist der Hammer. Oh, der ist so schön. Oh. Oh, das ist so geil. Oh, der ist so schön. Oh, kommt schon, Leute. Oh, das ist so geil. Oh. Vielen, vielen Dank, Sarah. Oh mein Gott, ich freue mich so über die Sachen und es ist nichts dabei, wo ich jetzt nicht gebrauchen kann oder mir nicht gefällt. Oh, danke, vielen, vielen Dank. Oh, ich bin gespannt, was du zu meinem Paket sagst. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.